Das Problem des Verstehens hat in den letzten Jahren eine große Aktualität gewonnen. Gewiss nicht außer Zusammenhang mit der weltpolitischen und gesellschaftspolitischen Zuspitzung der unsere Gegenwart durchziehenden Spannungen. Denn das begegnet uns aller Orten, dass Versuche der Verständigung zwischen den Blöcken, den Zonen, den Nationen, den Generationen daran scheitern, dass sich keine gemeinsame Sprache finden lässt, sondern die gebrauchten Leitbegriffe wie Reizworte die Gegensätze eher aufreißen und vertiefen und die Spannungen vermehren, zu deren Behebung man eigentlich zusammengekommen ist. Man denke nur an Wörter wie Demokratie oder Freiheit. So bedarf es eigentlich keines Beweises für die These, dass alle Verständigung ein Sprachproblem ist und im Medium der Sprachlichkeit seine eigentliche Vollzugsform findet. Alle Phänomene der Verständigung, des Verstehens und Missverstehens, die den Gegenstand der sogenannten Hermeneutik bilden, stellen eine Spracherscheinung dar. Indessen ist die These, die ich im Folgenden diskutieren möchte, noch einen Schritt radikaler. Sie besagt nämlich, dass nicht nur die zwischenmenschlichen Vorgänge der Verständigung, sondern der Prozess des Verstehens selbst, auch wenn es sich auf Außersprachliches richtet oder auf die erloschene Stimme des geschriebenen Buchstabens horcht, ein Sprachgeschehen darstellt. Freilich ein Sprachgeschehen von der Art jenes inneren Gesprächs der Seele mit sich selber, als das Platon das Denken charakterisiert hat. Ich bin mir der Herausforderung durchaus bewusst, die in der These steckt, dass alles Verstehen sprachlich ist. Wir brauchen nur um uns und auf unsere eigenen Erfahrungen zu blicken, um sofort eine Fülle scheinbarer Gegenbeispiele zu haben, in denen sich gerade das Schweigende, das stille Verstehen als die höchste und innigste Weise des Verstehens darstellt. Man braucht nur die Sprache abzuhören, um sofort auf solche Phänomene gestoßen zu werden, wie etwa das schweigende Einverständnis oder das stille Erraten. Das sind freilich, wie ich hoffe zeigen zu können, in gewissem Sinne Modi von Sprachlichkeit. Warum ich das sagen kann und warum das so ist, möchte ich deutlicher machen. Aber wie ist es mit noch anderen Phänomenen, zu denen uns die Sprache selber leitet? Ich denke etwa an das sprachlose Staunen oder das stumme Bewundern. Das sind Phänomene, von denen wir geradezu sagen, es verschlägt uns die Sprache. Und es verschlägt uns die Sprache offenbar gerade dadurch, dass es so sehr einleuchtet, dass es allzu groß dasteht vor unserem immer mehr erfassenden Blick, als dass Worte etwa noch hinreichen könnten, es zu fassen. Ist das nicht eine allzu kühne Behauptung, zu sagen, das sei auch noch eine Form der Sprachlichkeit, wenn es einem die Sprache verschlägt? Wäre das nicht vielleicht jener absurde Dogmatismus der Philosophen, die immer wieder und immer noch einmal die Dinge auf den Kopf zu stellen versuchen, die ganz gut auf ihren Beinen stehen? Indessen folgt das Denken gern dem Grundsatz, extreme Phänomene aufzusuchen und Gegeninstanzen zu prüfen. So soll der Ausgang von diesen Phänomenen des außersprachlichen Verstehens gerade den inneren Zusammenhang zwischen Sprachlichkeit und Verstehen recht sichtbar machen.
Es fällt nämlich nicht schwer einzusehen, dass diese scheinbaren Ausfallserscheinungen von Sprache in Wahrheit die Sinnrichtung auf Sprache gerade bezeugen. Das möchte ich vor allem an dem ersten von mir angeführten sprachlichen Gegenbeispiel zeigen, nämlich wenn wir von stillem Einverständnis reden. Lassen Sie mich den hermeneutischen Stellenwert dieser sprachlichen Wendung genauer bestimmen. Die Problematik des Verstehens, die wir heute so vielfältig diskutiert finden, insbesondere in all den Wissenschaften, in denen sich keine exakten Methoden der Verifikation anbieten, besteht darin, dass es dort eine innere Evidenz des Verstehens ist, die plötzlich aufleuchtet. Zum Beispiel, wenn ich einen Satzzusammenhang, eine Aussage von irgendjemandem in einer bestimmten Situation plötzlich verstehe. Das heißt, wenn es mir plötzlich ganz klar und greifbar ist, mit welchem Recht der andere das sagt, was er sagt, oder auch mit welchem Unrecht. Solche Erfahrungen des Verstehens setzen offenkundig immer Schwierigkeiten im Verstehen voraus. Gestörtheit des Einverständnisses. So beginnt alle Anstrengung des Verstehenwollens damit, dass einem etwas, was einem begegnet, befremdlich, herausfordernd, desorientierend entgegentritt. Die Griechen hatten ein sehr schönes Wort für das, wobei unser Verstehen dergestalt zum Stocken kommt. Sie nannten das Atopon, das heißt eigentlich das Ortlose, das, was nicht unterzubringen ist in den Schematismen unserer Verstehenserwartung und das uns deswegen stocken und stutzen lässt. Die berühmte platonische Lehre, dass das Philosophieren mit dem Staunen beginne, meint dieses Stutzen, dieses Nicht-Weiterkommen mit den vorschematisierten Erwartungen unserer Weltorientierung, das zum Denken aufruft. Aristoteles beschreibt es einmal sehr hübsch, dass das, was wir erwarten, davon abhängt, wie viel Einsicht wir in einen Zusammenhang haben. Und er nennt als Beispiel, wenn einer sich darüber wundert, dass die Wurzel aus zwei irrational ist, dass also das Verhältnis von Hypotenuse und den beiden anderen Seiten eines Dreiecks nicht rational ausdrückbar ist, so sieht man daran nur, dass er kein Mathematiker ist. Ein Mathematiker würde sich wundern, wenn jemand dieses Verhältnis für rational erklärte. So relativ ist dies Stutzen, so sehr bezogen auf Wissen und tieferes Eindringen in die Sachen. All dies Stutzen und Staunen und im Verstehen nicht weiterkommen, ist offenkundig immer auf Weiterkommen, auf Eindringen, auf Mehrung der Erkenntnis angelegt. Ich folgere daraus nun, wir müssen das Phänomen des Verstehens aus der Bevorzugung der Verstehensstörung bewusst herausdrehen, wenn wir seinen Ort im Ganzen unseres Menschseins, auch unseres sozialen Menschseins, wirklich in den Blick bekommen wollen. Einverständnis ist immer schon vorausgesetzt, wenn es Gestörtheit von Einverständnis gibt. Es sind die relativ seltenen Anstöße in der Verständigung und im Einverständnis, an denen allererst sich die Aufgabe gezielten Verstehenwollens zur Behebung eines gestörten Verstehens stellt. Mit anderen Worten, das Beispiel des stillen Einverständnisses ist so wenig ein Einwand gegen die Sprachlichkeit des Verstehens, dass es der Sprachlichkeit des Verstehens vielmehr ihre Weite und Universalität sichert.
Das scheint mir eine Grundwahrheit, die es wieder zu Ehren zu bringen gilt, nachdem wir durch einige Jahrhunderte den Methodenbegriff der modernen Wissenschaft für unser Selbstverständnis absolut gesetzt haben. Die moderne Wissenschaft ist die im 17. Jahrhundert entstehende Wissenschaft, die auf den Gedanken der Methode und des methodischen Sicherns des Erkenntnisfortschrittes gegründet ist. Sie hat unseren Planeten in einer einzigartigen Weise verändert, indem sie eine Form des Zugangs zur Welt privilegiert hat. Einen Zugang, der weder der einzige noch der umfassendste Zugang ist, den wir besitzen. Es ist der Zugang, der durch methodische Isolierung aller Faktoren und durch bewusste Befragung der Natur, man denke an das Experiment, die partikularen Bereiche einem neuen Zugriff unseres Tuns aufbereitet, die durch solche Isolierung thematisch werden. Das war die große Leistung der mathematischen Naturwissenschaft, im Besonderen der galileischen Mechanik im 17. Jahrhundert. Bekanntlich war die geistige Leistung Galileis die Entdeckung des freien Falls, ich meine der Gesetze des freien Falls und der schiefen Ebene, nicht durch bloße Beobachtung gewonnen worden. Es gab kein Vakuum. Der freie Fall war eine reine Denkabstraktion. Jeder erinnert sich wohl noch an das eigene Staunen über das Experiment mit dem relativen Vakuum, das er in der Schulstube erlebte, wie da das Bleiblättchen und die Bettfeder tatsächlich nahezu gleich schnell fielen. Für Galilei war es eine Isolierung von Bedingungen, die in der Natur so isoliert gar nicht vorkommen, wenn er vom Widerstand des Mediums abstrahierte. Nur solche Abstraktionen aber ermöglichen mathematisch exakte Beschreibung der Faktoren, die ein Resultat des Naturgeschehens bilden, und ermöglichen damit den Eingriff des Menschen. Die Mechanik, die Galilei so aufbaute, ist in der Tat die Mutter unserer technischen Zivilisation von heute. Hier ist eine ganz bestimmte methodische Erkenntnisweise in die Welt gekommen, die die Spannung zwischen unserem unmethodischen, in der ganzen Breite unserer Lebenserfahrung anwachsenden Welterkennen und der Erkenntnisleistung der Wissenschaft heraufbeschworen hat. Es war die große philosophische Leistung Kants gewesen, dass er für das neuzeitliche Problembewusstsein und seine Spannungen eine überzeugende begriffliche Lösung gefunden hat. Denn die Philosophie des 17. und 18. Jahrhunderts hatte sich in der unlösbaren Aufgabe verzehrt, das große Allwissen der metaphysischen Tradition mit den glänzenden Anfängen der neuen Wissenschaft zu vereinigen. Ein Versuch, der einen wirklichen Ausgleich zwischen Vernunftwissenschaft aus Begriffen und Erfahrungswissenschaft nicht erreichen konnte. Kant dagegen fand die Lösung. Er schränkte die englische Metaphysikkritik aufgreifend die Vernunft mit ihrer begrifflichen Erkenntnismöglichkeit auf das in der Erfahrung Gegebene kritisch ein. Das bedeutete zwar die Zerstörung der Metaphysik der dogmatischen Vernunftwissenschaft, aber der Alzer Malmer
als der die Zeitgenossen den zarten Professor Kant in Königsberg empfanden, war zugleich der große Begründer der Moralphilosophie auf dem strengen Prinzip der Autonomie der praktischen Vernunft. Indem er die Freiheit als einzigartiges Faktum der Vernunft erkannte, das heißt, indem er zeigte, dass ohne die Annahme der Freiheit die praktische Vernunft des Menschen und damit das sittliche und gesellschaftliche Dasein des Menschen überhaupt nicht gedacht werden können, eröffnete er gegenüber allen deterministischen Tendenzen, die von der modernen Naturwissenschaft ausgingen, dem Denken unter Freiheitsbegriffen eine neue Legitimation. Tatsächlich steht sein moralphilosophischer Impuls, vor allem durch die Vermittlung Fichtes, hinter den großen Bahnbrechern der historischen Weltanschauung, hinter Wilhelm von Humboldt, hinter Leopold von Ranke, hinter Johann Gustav Droysen vor allem. Aber gewiss auch Hegel und alle von ihm positiv oder negativ bestimmten sind von dem Begriff der Freiheit als der Grundlage alles Denkens und aller wahren Vernünftigkeit bis ins Letzte erfüllt. Sie behalten daher gegenüber jedem bloßen Methodologismus der historischen Wissenschaft einen Zug ins Große und Ganze der Philosophie. Indessen eben der Zusammenhang zwischen der neuen Wissenschaft von der Natur und ihrem Methodenideal, das sie trägt, war es schließlich, der das Phänomen des Verstehens sozusagen zunehmend mehr verfremdet hat. So wie die Natur für den Naturforscher zunächst das undurchdringlich Fremde ist, das er durch Berechnung und gezielten Zwang, durch Folterung mit Hilfe des Experimentes zu Aussagen nötigt, so haben die Wissenschaften, die das Verstehen gebrauchen, sich mehr und mehr von dem Methodenbegriff dieser Art her verstanden und deswegen Verstehen vorwiegend und in erster Linie als Wegräumen von Missverständnissen, als Überbrücken der Fremdheit zwischen Ich und Du durch kritische Mittel in den Blick genommen. Aber ist das Du je so fremd, wie per Definitionem der Gegenstand der experimentellen Naturforschung ist? Einverständnis ist ursprünglicher als Missverständnis, so dass Verstehen immer wieder zurückmündet in das wiederhergestellte Einverständnis. Das, scheint mir, gibt der Universalität des Verstehens ihre volle Legitimation. Das aber trennt das Verstehen von dem Methodenideal der Naturwissenschaften. Indessen, warum ist die Erscheinung des Verstehens eine sprachliche? Warum bedeutet das stille Einverständnis, das sich immer wieder herstellt, als die Gemeinsamkeit der Weltorientierung, Sprachlichkeit? So Fragen impliziert die Antwort. Es ist die Sprache, die diese Gemeinsamkeit der Weltorientierung ständig aufbaut und trägt. Miteinander sprechen ist nicht primär sich miteinander auseinandersetzen. Es scheint mir bezeichnend für die moderne Situation, dass diese Wendung unserer Sprache heute so beliebt ist, sich auseinandersetzen. Miteinander reden ist auch nicht primär aneinander vorbeireden. Im Miteinanderreden baut sich vielmehr ein gemeinsamer Aspekt des Beredeten auf,
das macht die eigentliche Wirklichkeit menschlicher Kommunikation aus, dass das Gespräch nicht die Meinung des einen gegen die Meinung des anderen durchsetzt oder die Meinung des einen zu der Meinung des anderen wie in einer Addition hinzufügt, sondern das Gespräch verwandelt beide. Ein gelungenes Gespräch ist von der Art, dass man nicht wieder zurückfallen kann in den Dissensus, aus dem es sich entzündete. Gemeinsamkeit, die so sehr gemeinsam ist, dass sie nicht mehr mein Meinen und dein Meinen ist, sondern gemeinsame Ausgelegtheit der Welt, macht erst sittliche und soziale Solidarität möglich. Was Recht ist und als Recht gelten soll, verlangt seinem Wesen nach die Gemeinsamkeit, die sich im sich miteinander verstehende Menschen errichtet. Gemeinsames Meinen baut sich in der Tat ständig im Miteinander sprechen auf und sinkt dann zurück in die Stille des Einverständnisses und des Selbstverständlichen. Aus diesem Grunde scheint mir die Behauptung gerechtfertigt, dass alle außerverbalen, außersprachlichen Formen des Verstehens zurückzielen auf das Verstehen, das sich im Sprechen und Miteinander sprechen ausbreitet. Wenn ich von dieser Einsicht ausgehe, so heißt das nicht mehr als, dass in allem Verstehen eine potenzielle Sprachbezogenheit liegt, so dass es immer möglich ist, und ich meine, das ist der Stolz unserer Vernunft, dort, wo eine Meinungsverschiedenheit auftaucht, durch Miteinanderreden Einverständnis suchen zu können. Es wird uns nicht immer gelingen, aber unser Sozialleben beruht auf der Voraussetzung, dass es im Miteinanderreden im weitesten Umfange gelingt, was im sich Versteifen auf seine eigenen Meinungen sich versperrt. Es ist daher auch ein schwerer Irrtum, wenn jemand meint, dass die Universalität des Verstehens, von der ich hier ausgehe und die ich glaubhaft zu machen suche, etwa eine besondere harmonisierende oder konservative Grundhaltung zu unserer gesellschaftlichen Welt einschließe. Die Fügungen und Ordnungen unserer Welt verstehen, uns miteinander in dieser Welt verstehen, setzt ganz gewiss ebenso viel Kritik und Bekämpfung von Erstarrtem oder einem Fremdgewordenen voraus, wie Anerkennung oder Verteidigung bestehender Ordnungen. Gerade das zeigt sich wiederum in der Art und Weise, wie wir miteinander sprechen und Einverständnis aufbauen. Man kann es von Generation zu Generation beobachten. Und vollends, wenn die Weltgeschichte einmal 7 Meilenstiefel anlegt, wie das vielleicht besonders im letzten Jahrzehnt geschehen ist, wird man gleichsam ein Zeuge dessen, wie da neue Sprache sich formt. Neue Sprache meint hier gewiss nicht eine total neue Sprache, aber doch offenkundig mehr als eine bloße Ausdrucksveränderung für das Gleiche. Mit neuen Aspekten, mit neuen Zielen wird auch ein neues Sprechen ausgearbeitet und geboren. Man mag sich fragen, ob diese Bewertung des Einverständnisses als der tragenden Basis unseres sozialen Lebens nicht von 2 Arten fundamentaler Störung bedroht ist. Ich meine,
von der Störung des Pathologischen, wo eine Sprache gesprochen wird, die dennoch nicht die gemeinsame Sprache möglicher Verständigung ist, und das Ideologische, wo eine Gesellschaft mit ihren Werten und Maßstäben gar nicht das wirklich meint, was in Wahrheit in diesen Formen der Selbstauslegung und des Selbstverständnisses gelegen ist. Und gewiss ist es selbstverständlich und richtig, dass Sprache immer in einem Antagonismus zwischen Konventionalisierung und revolutionärem Aufbruch ihr spannungsvolles Leben führt. Wir alle haben die erste, schärfste Dressur unseres Lebens erfahren, als wir in die Schule kamen. Ich meine, im Sprachlichen. Was da alles nicht mehr erlaubt war, was in unserer gesunden Sprachfantasie uns richtig erschien, das wird dort gerade durch die Normierung der Schule eingeebnet. Allgemein anerkannt ist das beim Zeichenunterricht, dass das Kind, das das Zeichnen liebt und auf eine individuelle Weise vermag, auf der Schule in der Regel nicht nur das Zeichnen, sondern auch die Freude am Zeichnen verlernt. In der Tat ist die Schule eine Institution des gesellschaftlichen Konformismus im Großen. Nur eine unter anderen, und ich möchte nicht missverstanden werden, als ob ich damit einen bestimmten Angeklagten bezeichnen wollte, sondern vielmehr meine ich, das ist Gesellschaft. So wirkt Gesellschaft, immer normierend, immer konformistisch. Das heißt keineswegs, dass Gesellschaft nur ein Repressionsinstrument darstellt und die Sprache nichts als ein Ausdruck solcher Repression ist. Wir sehen im Gegenteil, dass die Sprache immer wieder neue sprachliche Fügungen, neue Aussageweisen aus den Veränderungen unseres Lebens und unserer Erfahrung hervorgehen lässt. Der Antagonismus, der Sprache zu einem gemeinsamen macht und dennoch immer neue Impulse zur Verwandlung dieses Gemeinsamen aufkommen lässt, geht weiter. Man wird sich freilich heute die Frage stellen müssen, ob dieses Verhältnis zwischen dem natürlichen Konformismus der Gesellschaft und den sie sprengenden Kräften, die stets aus kritischer Einsicht entbunden werden, sich in einer hochindustrialisierten technischen Zivilisation nicht qualitativ verändert hat. Denn nun ist etwas eingetreten, was so noch nicht da war. Ich meine die Sprachregelung. Das ist eine von dieser Zivilisation selber erst erfundene Prozedur. Unmerkliche Veränderung des Sprachgebrauchs. Wechselnde Mode von Schlagworten, Sprachverfall als Ausdruck sittlichen Verfalls, wie etwa Thukydides die großartige Schilderung von der Wirkung der Pest in dem belagerten Athen gegeben hat, das hat es immer gegeben. Aber Sprachregelung, die nicht mehr die absichtslose des Schullehrers oder der öffentlichen Meinung ist, sondern ein bewusst gehandhabtes Instrument der Politik,
das ist etwas Neues.